بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وأستاذنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister. Wir wollen heute insha'Allah ta'ala mit einer neuen Sura beginnen und wir schließen somit den zweiten Juz ab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Das heißt, wir haben jetzt schon zwei Juz komplett abgeschlossen. Und die ganzen Vorträge sind auch hochgeladen. Das heißt, wenn jemand sich nochmal eine Sura anschauen möchte, kann er das auf Islam Media tun. Und wir wollen uns heute insha'Allah ta'ala mit der 67. Sura beschäftigen, nach der auch dieser zweite Juz benannt wurde. Von hinten gesehen. Also wenn wir vom zweiten Juz sprechen, sprechen wir immer von hinten gesehen. Also man nennt das zweiter Juz, weil viele anfangen, den Koran von hinten auswendig zu lernen. Ja? Man hat Juz Amma als erster Juz beim Auswendiglernen, auch wenn es der letzte Juz ist. Ja? Und dann Juz Tabarak. Ja? Und das ist dann der zweite Juz von hinten gesehen, auch wenn es der 29. Juz ist, in der Reihenfolge des Mushaf. Und dieser Juz, dieser Abschnitt, ja, wird auch bezeichnet nach dieser Sura, weil das nämlich die erste Sura in diesem Juz ist. Juz Tabarak. Juz Tabarak. Und Surat Tabarak oder Al-Mulk, wir werden gleich darauf noch zu sprechen kommen, insha'Allah ta'ala, ist eine sehr besondere Sura. Eine Sura, welche von den Muslimen sehr häufig verwendet wird. Wisst ihr auch vielleicht, in welchem Kontext Surat al-Mulk immer wieder gelesen wird? Es gibt so einige Suren, die immer wieder gelesen werden, zu bestimmten Anlässen. Und Surat al-Mulk wird auch sehr, sehr häufig gelesen. Ja. Bei einer Janase, bei einer Beerdigung wird Surat al-Mulk gelesen. Und warum, das werden wir gleich insha'Allah ta'ala auch herausfinden, warum man gerade bei einer Janase Surat al-Mulk liest oder dann, wenn es um Tod geht, dass man dann Surat al-Mulk liest. Hier ist natürlich nochmal sehr wichtig zu verstehen, der Koran ist nicht dazu da, dass wir ihn nur auf Tote lesen, sondern der Koran ist eigentlich für Lebendige da. Das nur mal so kurz nebenbei, weil leider heutzutage viele Muslime den Koran nur noch lesen, wenn es um den Tod eines Verwandten geht. Sonst haben sie überhaupt keinen Berührungspunkt zum Koran. Genauso wie manche Menschen in ihrem Leben nur ein einziges Mal die Moschee betreten, wo sie Muslime sind, nämlich dann, wenn sie schon von dieser Dunja gegangen sind und die Leute sie auf ihren Schultern tragen und für sie das Gebet vollzogen wird und sie selber gar nicht mehr beten. Das ist traurig, aber das ist die Wahrheit. Und das ist die bittere Realität der Muslime heutzutage, die sehr, sehr weit entfernt sind von ihrer Religion. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat auch gesagt, die Knoten des Islam werden sich nacheinander auflösen, einen Knoten nach dem anderen. Damit sind die Fundamente des Islams gemeint. كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. Jedes Mal, wenn ein Knoten aufgelöst wird, halten die Menschen an den nächsten Knoten fest. Und dann zeigt uns der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auf, welcher Knoten der erste Knoten ist und welcher der letzte Knoten ist, der aufgelöst wird. Weiß jemand von euch, welcher der erste Knoten ist, der aufgelöst wird? Al-Hukm. Das Regieren. Und zwar das Regieren und Herrschen im Sinne Allahs. Das ist das Erste, was aufgelöst wird. Schon sehr früh haben die Muslime leider diese Methodik des Propheten sallallahu alaihi wa sallam über Bord geworfen und haben die Khilafa al-Rashida, das rechtgeleitete Kalifentum, was repräsentiert wurde durch die ersten vier Kalifen Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali, abgeschafft und es ausgetauscht mit der Monarchie und dem Königtum. Also das Erste, was abgeschafft wurde, und das ist auch wirklich so, ist das Gebet. Entschuldigung, der Hukum,
das Regieren, diese Amane, die Allah Ta'ala den Menschen auferlegt hat und anvertraut hat. Und das Letzte ist dann das Gebet. Und das Letzte ist das Gebet. Ich meine, man muss sich eines vorstellen, dass es immer Menschen gab, die nicht gebetet haben, das ist normal. Einzelne Personen, die nicht gebetet haben, obwohl sie Muslime sind, das ist normal. Aber dass die Mehrheit der Muslime nicht betet und nur eine Minderheit betet, das ist alles andere als normal. Aber das ist die bittere Realität heutzutage. Ich meine, man muss mal ganz offen sagen, wenn man sich mal die Muslime heutzutage anschaut, wer von ihnen betet wirklich fünfmal am Tag? Das ist die Minderheit. Ich weiß nicht, wie viele Prozent das sind, vielleicht 20%, 30%, die wirklich fünfmal am Tag beten. Vielleicht ist das sogar schon zu hoch gegriffen, ich weiß es nicht. Ich meine, wir sind das gewohnt, weil wir immer in die Moschee gehen, sehen immer nur praktizierende Leute. Aber schau dir mal die breite Masse an. Die breite Masse der Muslime, auch wenn du in ein islamisches Land gehst. Schau dir mal an, wie viele von diesen Menschen beten wirklich. Und wie viele beten, wenn nur ab und zu mal, überhaupt, ja, oder beten sogar gar nicht. Und daran erkennen wir, subhanallah, leider, ja, vieles ist verkommen. Das ist nicht unser Thema, das war eigentlich jetzt nur gerade so ein Gedanke gewesen, subhanallah. Aber das zeigt uns, wie wichtig es ist, dass wir Allah bitten, dass er uns festigt auf diesem Weg. Dass er uns festigt auf diesem Weg, dass wir festhalten an diesem Weg. Auch wenn die Mehrheit vom Weg abkommt. Aber die Mehrheit ist noch nie ein Indikator dafür gewesen, dass sie richtig liegt. Oder dass es sich um die Wahrheit handelt. Wie oft Menschen werden Menschen in die Irre geführt, auch politisch gesehen, subhanallah. Wie oft werden Menschen durch Medien beispielsweise heutzutage in die Irre geführt und glauben etwas, obwohl es falsch ist. Glauben etwas, obwohl es falsch ist. Man muss sich vorstellen, so, ich habe gestern einen Vortrag gehört, subhanallah, von einem Bruder, der hat sich spezialisiert auf vergleichende Religionswissenschaften, hat sich insbesondere auch spezialisiert auf Atheismus und das Widerlegen von Atheismus. Sehr lehrreiche Vorträge. Und auf jeden Fall meinte er, was sehr, sehr wichtig ist, dass die Mehrheit oder ein Großteil der Christen heutzutage daran glauben, was, ich weiß gar nicht mehr, wie der Autor heißt, ich glaube Dan Brown in seinem Buch, das wurde auch verfilmt, dieses Buch, über den Heiligen Gral, ich weiß gar nicht, wie das heißt, das kennt ihr vielleicht, es gibt einen Film dazu, ja, und auch ein Buch, das ist ein Bestseller gewesen, ja, wo Jesus angeblich sozusagen, der Heilige Gral, und der Heilige Gral ist in Wirklichkeit eine Tochter von Jesus, die durch Anna Magdalena irgendwie auf die Welt kommt, das ist alles nur frei erfunden, ja, und viele, sogar Christen, glauben das, was in diesem Roman steht, obwohl es ganz klar ihrer eigenen Religion widerspricht. Ja? Was lernen wir daraus? Die Mehrheit war noch nie was? Ein Indikator für die Wahrheit gewesen. Es kann sein, dass vielleicht die Wahrheit nur sehr wenige kennen, subhanallah. Und nur sehr wenige an der Wahrheit festhalten. Deswegen müssen wir erst einmal Allah dafür danken, dass wir, alhamdulillah, diesen Weg gehen können. Kommen wir jetzt, insha'Allah ta'ala, zu unserer Surah. Wir wollen uns, insha'Allah, heute und in der nächsten Woche und eventuell auch noch in der übernächsten Woche. Ich muss schauen, inshallah, wie weit ich heute komme, bi'iznillahi azza wa jal. Aber es werden höchstens 3 Vorträge werden zu Surat al-Mulk. Wollen wir uns mit Surat al-Mulk beschäftigen? Kommen wir zunächst erst einmal, inshallah ta'ala, zu dem Namen dieser Surah. Und zwar, Surat al-Mulk ist bekannt unter dem Namen al-Mulk, die Herrschaft. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Surah, in der ersten Ayah auch erwähnt, Al-Mulk, dieses Wort, die Herrschaft erwähnt. Tabaraka alladhi biyadihi al-Mulk. Segensreich ist derjenige, in dessen Hand die Herrschaft ist. Und dementsprechend ist ein Name für diese Surah der Name Al-Mulk. Und unter diesem Namen ist die Surah auch bei den meisten Gelehrten bekannt. Aber diese Sure wird auch bezeichnet als einfach nur Tabarak al-Mulk. Tabarak al-Mulk. Warum Tabarak al-Mulk? Warum nicht einfach nur Tabarak? Das könnte der Grund sein. Gibt es denn noch eine Sure, die mit Tabarak anfängt? Kennt ihr vielleicht noch eine Sure aus dem Koran, die mit Tabarak anfängt?
Ah, was ist los hier? Welche Sura fängt noch mit Tabarak an, den Schwestern? Es gibt zwei Suren, die mit Tabarak anfangen. Nein. Alhamdulillahi ladhi fängt an. Surat. Wie heißt was du sagst? Furqan, richtig. Surat al-Furqan, richtig. Tabarak alladhi nazzal al-Furqana ala abdihi. Und deswegen, damit man Tabarak hier unterscheiden kann von Tabarak al-Furqan, nennt man sie was? Tabarak al-Mulk. Ebenfalls ist sie bekannt unter dem Namen Tabarak alladhi biyadihi al-Mulk. Also, dass einfach der Anfang der Sura genommen wird und somit die Sura bezeichnet wird. Und das geht zurück auf einen Hadith. Und dieser Hadith zeigt uns auch auf, welche Stellung diese Sura bei Allah subhanahu wa ta'ala hat. Es handelt sich hierbei um einen Hadith, den Imam At-Tirmidhi überliefert hat. Über Abu Huraira radiallahu anhu. Dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. Es gibt eine Sura aus dem Koran, welche aus 30 Versen besteht. Und Sura al-Mulk besteht aus 30 Versen. Hat für einen Mann Fürsprache eingelegt, bis ihm vergeben wurde. Bis ihm vergeben wurde. Und es handelt sich hierbei um Surat Tabarak alladhi biyadihi al-Mulk. Was wir erst einmal daraus entnehmen können, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam diese Surah so genannt hat. Tabarak alladhi biyadihi al-Mulk. Gleichzeitig können wir aber auch daraus entnehmen, welche Stellung diese Surah bei Allah subhanahu wa ta'ala hat. Aber darauf kommen wir gleich dann insha'Allah ta'ala gesondert zu sprechen. Es gibt nämlich noch einige andere Namen für diese Surah. Wir haben jetzt was? Tabarak al-Mulk. Wir haben Tabarak al-Ladhi biyadihi al-Mulk. Und wir haben Surat al-Mulk. Es gibt noch einige andere Namen für diese Surat, welche die Gelehrten erwähnt haben. Und zwar, einer dieser Namen ist Surat al-Munjiyah. Surat al-Munjiyah. Und al-Munjiyah bedeutet die, die gerettet hat. Oder welche retten kann. Vor was denn ganz konkret retten kann, das hängt auch dann mit einem anderen Hadith zusammen, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, ja, dass ein, sozusagen, es wird überliefert von Abdullah ibn Abbas, ein Rajul min ashabi Nabi sallallahu alaihi wa sallam, lahu, dass ein Mann von den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, darabtu khibai ala qabrin, ich habe mein sozusagen Khiba ist so eine Art Kleidung oder etwas, was mich umhüllt, ja, oder eine Art Zelt auf ein Grab gelegt. Und ich wusste nicht, dass es sich hierbei um ein Grab handelt. Also ich habe mich da hingesetzt, aber ich wusste nicht, dass es ein Grab ist. فَإِذَا فِيهِ إِنسَانٌ يَقْرَأُ سُورَةَ تَبَارَكَ الْمُلْكَ حَتَّى خَتَمَهَا. Und es war dort ein Mann, den ich hörte, wie er Surat Tabarak al-Mulk gelesen hat, bis er sie abgeschlossen hat. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, Hiya al-Munjiyatu tunjihi min adhabi al-Qabr. Es handelt sich um die Rettende, welche ihn vor der Strafe des Grabes retten wird. Und deswegen Surat was? Surat al-Munjiyah. Also die Surah, welche ihn retten wird. Ebenfalls, ja, manche haben sie genannt als Surat al-Waqiyah, die Schützende. Oder Surat al-Manna'a, welche ihn abhält und ebenfalls schützt und verteidigt. Ja, das sind alles Namen, welche wir bezüglich dieser Sura finden. Aber das sind alles eher Beschreibungen für diese Sura, nicht wirklich Titel der Sura. Also ich könnte jetzt diese Sura nicht einfach al-Waqiyah oder al-Munjiyah nennen, sondern wenn, dann nenne ich sie was? Surat al-Mulk. Das sind alles was? Adjektive und Beschreibungen für diese Sura, die darauf hindeuten, welche Stellung diese Sura hat bei Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben jetzt diese beiden Hadithe gehört und diese beiden Hadithe zeigen uns, diese Sura kann dir helfen, wenn du diese Dunya verlässt. Und zwar, wenn du dich unter der Erde befindest.
dass sie ein Wort für dich einlegen wird, dass sie für dich Schafa'a machen wird. Und Surat al-Mulk ist im Übrigen nicht die einzige Sura, welche ein Wort einsetzen kann für einen Menschen am jüngsten Tag. Sondern der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat dies auch über andere Suren gesagt. Kennt ihr vielleicht eine andere Sura, die ebenfalls am jüngsten Tag an der Seite eines Menschen stehen wird und ihn beschützen wird? Was? Al-Waqi'a? Inwiefern? Kennst du einen Hadith? Ja, es ist aber für was anderes, es ist dann für sozusagen für das Allah Ta'ala dir Reichtum geht etc. Ja? Aber welche Sura wird dir helfen am jüngsten Tag? Ja. Ich glaube, das ist Sura Al-Baqarah in Form von Kugelsch. Genau, Baqarah und Ali Imran. Al-Baqarah und Ali Imran, diese beiden großen Suren, sie werden am jüngsten Tag in Form eines Vogelschwanz vor dir stehen. Und sie werden dich verteidigen. Wie ein Bodyguard werden sie an deiner Seite stehen und dich unterstützen, subhanallah. Weil du dich mit ihnen in der Dunya beschäftigt hast. Und daraus lernen wir, der Koran ist ein Schutz für dich. Der Koran ist ein Fürsprecher für dich am jüngsten Tag. Und deswegen sagt ja auch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, der Koran ist entweder ein Argument für dich oder gegen dich. Der Koran ist entweder ein Argument, eine Hujja. Eine Hujja ist was? Ein Argument, ein Beweis. Ja? Entweder für dich oder gegen dich. Für dich, wenn du dich mit ihm beschäftigt hast, wenn du ihn rezitiert hast, wenn du ihn in deinem Leben umgesetzt hast. Gegen dich, wenn du dich von ihm abgewandt hast, wenn du dich mit ihm nicht beschäftigt hast, wenn du ihn hinter deinen Rücken geworfen hast. Und deswegen sollten wir uns als Muslime mit dem Koran beschäftigen. Und Surat al-Mulk wird dem Menschen am jüngsten Tag gerade auch in seinem Grab helfen, wird Fürsprache machen. Die Frage ist natürlich, warum gerade Surat al-Mulk? Was der Grund dafür ist? Und das hat etwas mit dem Thema dieser Sura zu tun. Weil in dieser Sura geht es nämlich genau auch um diese Frage. Was geschieht eigentlich nach dem Tod? Wofür wurde ich eigentlich als Mensch erschaffen? Wir werden das gleich sehen, auch gerade an den ersten Versen, wo Allah subhanahu wa ta'ala uns klar und deutlich die Augen öffnet. Warum sind wir überhaupt in dieser Dunya? Was ist der Sinn und Zweck unseres Daseins? Und derjenige, der das verinnerlicht hat, indem er sich mit Surat al-Mulk beschäftigt, dem wird dann Surat al-Mulk am jüngsten Tag helfen. Weil diese Person nämlich verstanden hat, warum sie lebt, warum sie existiert und wo die Reise hingeht und sich dementsprechend auch vorbereiten kann. Surat al-Mulk ist nach der absoluten Mehrheit der Gelehrten, wie einige Gelehrte gesagt haben, nach allen Gelehrten, darüber besteht ein Konsens, auch wenn dieser Konsens nicht ganz stimmt, aber nach der absoluten Mehrheit der Gelehrten handelt es sich bei Surat al-Mulk um eine mekkanische Sura. Und wenn wir uns die Themen anschauen in Surat al-Mulk, dann werden wir auch sehr schnell merken, ja, das sind wirklich mekkanische Themen. Es geht um die Fundamente unseres Glaubens. Diese grundlegenden Fragen in unserem Leben. Es geht darum, den Mushrikun die Augen zu öffnen, welche Fehler sie machen. Und deswegen ist Surat al-Mulk nach der absoluten Mehrheit der Gelehrten auch eine rein medinensische Sura. Und wir wollen uns jetzt, insha'Allah ta'ala, mit dem ersten Abschnitt von Surat al-Mulk beschäftigen. Und dieser erste Abschnitt, der hat es in sich. Weil Allah subhanahu wa ta'ala schon in dem ersten und zweiten Vers dem Menschen aufzeigt, warum er überhaupt lebt. Und was der Sinn und Zweck seines Lebens ist. Und worauf er sich als Mensch konzentrieren sollte. Allah Ta'ala, er beginnt diese Sura mit den Worten Tabarakalladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Segensreich ist derjenige, in dessen Hand die Herrschaft ist und er hat zu allem die Macht. Was heißt das, segensreich?
Was ist denn Baraka? Baraka bedeutet etwas Gutes. Baraka bedeutet, dass das Gute genährt wird. Und wenn Allah Ta'ala sagt, dass er Tabarak ist, also segensreich ist, dann will er uns damit was aufzeigen? Dass die Quelle allen Guten oder die Quelle für alles Gute, wer ist? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wenn ich also etwas Gutes möchte, dann soll ich mich wem zuwenden? Dann soll ich mich Allah Ta'ala zuwenden. Wenn ich Erfolg in meinem Leben haben möchte, dann wende ich mich Allah zu. Wenn ich will, dass etwas gesegnet ist in meinem Leben, dann wende ich mich Allah zu. Meine Nähe zu Allah führt dazu, dass alles in meinem Leben gut wird. Und meine Distanz von Allah führt dazu, dass alles, was in meinem Leben ist, schlecht wird. Die Baraka genommen wird. Weil kann mir irgendjemand außer Allah subhanahu wa ta'ala Baraka geben? Nein. Und selbst wenn ich viel Materielles haben sollte in dieser Dunya, obwohl ich weit entfernt bin von Allah, dann heißt das noch lange nicht, dass es sich hierbei um etwas Gutes handelt, sondern wie wir es letzte Woche gesagt haben, es könnte sein, dass es sich um eine Sache handelt, die wir als Istidraj bezeichnen. Der Koran als Istidraj bezeichnet. Wir hatten das in Surat al-Qalam. Wer kann nochmal erklären, was Istidraj ist? Das ist ein wichtiges Prinzip, was wir im Koran finden. Was ist Istidraj? Wir haben das letzte Woche erklärt gehabt. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. Was heißt das? Letzte Woche haben wir darüber gesprochen gehabt. Was war Istidraj? Schwester, wisst ihr das? Was ist nochmal Istidraj? Von was kommt denn Istidraj? Daraja. Was ist Daraja? Stufe. Das heißt, hier geschieht etwas stufenweise. Allah Ta'ala, er führt einen Menschen stufenweise von seinem Weg ab. Indem er ihm nämlich mehr gibt und der Mensch glaubt, oh, das ist positiv. Und er immer weiter sich distanziert von Allah Subhanahu wa Ta'ala und denkt, ah, wenn es einen Gott geben sollte, dann muss er es gut mit mir meinen, obwohl er es überhaupt nicht gut meint. Weil er sich durch diese Sachen noch weiter von Allah entfernt. Und dementsprechend, selbst wenn ein Mensch etwas haben sollte in dieser Dunya, dann ist das noch lange kein Zeichen dafür, dass Allah Ta'ala damit etwas Gutes für ihn vorgesehen hat. Weil es kann sein, dass dieser Mensch dadurch nur noch weiter entfernt wird von Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabarak, Allah ist das Gute. Und deswegen, in all meinen Angelegenheiten sollte ich mich Allah zuwenden. Und das Beste, womit ich mich Allah zuwenden kann, sind meine guten Taten. Bevor ich Dua mache, meine guten Taten. Wenn ich mich Allah zuwende mit meinen guten Taten, dann gibt mir Allah Subhanahu wa Ta'ala automatisch. Und wenn ich dann auch noch meinen Dua hinzufüge, ja salam, dann wird Allah Subhanahu wa Ta'ala all meine Lebensbereiche segnen. All meine Lebensbereiche segnen, Gutes geben in meinem Leben. Und Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, er hat uns aufgezeigt, wie wichtig es ist, dass ich immer wieder Dua mache. Indem er sagte, ich mache mir keine Sorgen darüber, dass Allah mir gibt, wenn ich Dua mache. Sondern ich mache mir Sorgen darüber, überhaupt Dua zu machen. Weil wenn ich Dua mache, weiß ich, dass Allah mich erhören wird. Subhanallah, ein kostenloses Mittel, was uns zur Verfügung steht. Kostenlos, ich muss dafür nichts zahlen. Womit ich so viel erreichen kann in meinem Leben. Und viele Menschen verzichten trotz alledem darauf. Weil sie es in diesem Moment entweder vergessen oder denken, ach, ich habe schon so oft Dua gemacht und es bringt nichts. Doch, wende dich dem Tabarak, alladhi biyadihi al-mulk zu. Dem Segensreichen, in dessen Hand die Herrschaft liegt. Und er wird dich überhäufen mit seinen Gnaden, auch wenn du das nicht auf Anhieb sehen kannst. Weil unser Problem ist, wir beschränken die Gnaden immer nur auf das Materielle und vergessen, dass die Gnaden Allahs viel zahlreicher sind. Das Materielle ist nur ein Mittel. Aber die wahre Glückseligkeit liegt nicht in diesem Mittel, sondern sie liegt in deinem Herzen. Und du bist überhäuft von Gnaden, von der Baraka und dem Segen Allahs und siehst es vielleicht gar nicht. Du bist gesund. Dein Körper funktioniert ohne jegliche Probleme. Aber du siehst das nicht, weil du das für etwas Selbstverständliches hältst. Deine Kinder sind gesund. Für dich ist es aber etwas Selbstverständliches und denkst, ach, mir geht es so schlecht, obwohl du gesunde Kinder hast. Du führst eine glückliche Ehe. Aber du siehst das nicht, weil du denkst, das ist etwas Normales.
Deine Eltern sind am Leben. Und du kannst dich an ihnen ergötzen, indem du sie immer wieder sehen kannst. Aber du denkst, das ist etwas Normales, Eltern zu haben, die noch am Leben sind. Und du merkst nicht all diese Gnaden, mit denen dich Allah Ta'ala überhäuft hat. Und bist undankbar und fühlst dich nicht wohl. Aber all das, Wallahi, ist viel mehr wert als all das Materielle auf dieser Welt. Wenn ich es nur verstehen würde. Subhanallah. Tabarakalladhi biyadihil mulk. Segensreich ist derjenige, in dessen Hand die Herrschaft ist. Allah Ta'ala, er verwendet das Wort Tabarak. Das ist sehr interessant. Allah Ta'ala verwendet das Wort Tabarak, um auf der einen Seite aufzuzeigen, Allah ist segensreich und er ist die Quelle für alles Gute, um gleichzeitig aber auch etwas anderes mit zum Ausdruck zu bringen. Nämlich, dass wir Allah dafür Lob preisen sollen. Dieses Tabarak ist gleichzeitig auch eine Aufforderung an uns, Allah zu lobpreisen für all die Gnaden, mit denen er uns überhäuft hat. Also es ist auf der einen Seite ein Khabar, also eine Benachrichtigung für uns, er ist die Quelle für allen Guten, alles Gute. Und gleichzeitig ist es, wie es auf Arabisch gesagt wird, Insha, eine Aufforderung, dass wir Allah Ta'ala dafür lobpreisen sollen. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Segensreich ist derjenige, in dessen Hand die Herrschaft ist und er hat zu allem die Macht. Warum beginnt diese Sura so? Wir dürfen eines nicht vergessen, die Umstände, in denen diese Sura offenbart wurde. Wenn wir sagen, es ist eine mekkanische Sura, was bedeutet das für die Umstände? Vielleicht kann es einer erklären. Was heißt das für die Umstände dieser Offenbarung? Wenn wir sagen, es ist eine mekkanische Sura, unter welchen Umständen wurde sie dann offenbart? Wen spricht diese Sura an? Die ersten Muslime ansprechen. Die ersten Muslime, ja. Aber nicht nur die ersten Muslime, sondern? Ja? Die Mekkaner, die Muschrikun. Ich meine, die Mekkaner, sie haben an Gott geglaubt. Es ist nicht so, dass sie nicht an Gott geglaubt hätten. Sie haben daran geglaubt. Und die Mehrheit der Menschen in der gesamten Geschichte haben an Gott geglaubt. Nur das Problem ist was gewesen? Sie haben neben Gott andere Gottheiten angebetet. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَ. Wir beten diese Götzen nur an, damit sie uns Allah näher bringen. Schirk. Allah Ta'ala, er vergibt diesen Schirk nicht. Und Allah, er spricht jetzt diese Mekkaner an, welche zwar an Gott glauben, aber neben Gott andere Gottheiten anbeten. Und er zeigt ihnen auf, das Gute liegt ausschließlich bei Allah. Er ist der Herrscher. In seiner Hand liegt die Herrschaft. Er hat zu allem die Macht. Ihr dürft euch nicht anderen Gottheiten widmen, sondern nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist wichtiger, als man denkt. Das ist doch klar und deutlich. Nein, es ist eben nicht klar und deutlich. Ich meine, wie viele Menschen heutzutage sagen, ja, sie glauben an etwas Höheres, aber sind nicht bereit, Allah Ta'ala anzubeten. Wie viele Menschen, wenn du mit ihnen sprichst, sie sagen, ja, ich kann mir vorstellen, da gibt es etwas Höheres. Aber sie leben trotzdem ihr Leben. Das interessiert sie nicht. Religion ist nicht so mein Ding. Ich habe ein gutes Herz, ja, und gebe einen Weg. Und machen sich keine Gedanken darüber, dass Allah der Schöpfer von allen ist und dass Allah Ta'ala von dem Menschen verlangt hat, dass er ihn anbetet und sich ihm allein zuwendet. Es reicht nicht aus, einfach nur zu glauben, Allah existiert. Das nennt man Tawhid al-Rububiyya. Dass man glaubt, ah, es gibt einen Schöpfer für dieses Universum. Sondern wir müssen neben dem Tawhid al-Rububiyya auch noch Tawhid al-Uluhiyya verinnerlichen. Und das bedeutet, dass ich diesen Schöpfer auch anbete. Und das ist das Problem der Mekkaner gewesen. Sie haben Allah nicht allein angebetet, sondern sie haben irgendwelche Götzen angebetet und haben angefangen, ihre Neigungen zu befolgen. Und jetzt, nachdem Allah Ta'ala das klar gemacht hat, kommt die zweite Ayah und die hat es wirklich in sich. Eine der wichtigsten Ayat im Koran überhaupt. Das ist eine der wichtigsten Ayat im Koran überhaupt. Und zwar Allah Ta'ala, er zeigt uns jetzt auf, warum wir erschaffen wurden. Und wofür diese Dunya da ist. Wenn ich das verstanden habe, dann werde ich ein anderes Leben führen. Wenn ich es aber nicht verstanden habe, dann werde ich viele Dinge
in diesem Universum nicht verstehen können. Allah Ta'ala, er sagt, الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. Er, der den Tod und das Leben erschaffen hat, damit er euch prüfe, wer von euch die besten Taten begeht. Und er ist der Allmächtige und Allvergebende. Allahu Akbar. Diese Ayah müssen wir uns ein bisschen beschäftigen. Zunächst erst einmal, Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt uns auf, dass sowohl unser Leben als auch unser Tod eine Schöpfung Allahs sind. Das ist sehr interessant, weil der Tod ist doch erst einmal etwas, was nicht existiert, oder? Was dazu führt, dass etwas nicht mehr da ist. Für uns ist der Tod was? Etwas, was nicht mehr da ist. Das heißt, ein Mensch, der gelebt hat, er lebt nicht mehr, er existiert nicht mehr. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, er hat den Tod erschaffen. So als wäre er etwas Existentes. Subhanallah, sehr interessant, oder? Ja, sehr interessant. Und nicht nur das, sondern Allah subhanahu wa ta'ala, er erwähnt den Tod vor dem Leben. Merkwürdig. Welche Botschaft will Allah subhanahu wa ta'ala uns damit aussenden? Allah subhanahu wa ta'ala, er will uns zunächst erst einmal zeigen, dass nichts in diesem Universum leben oder sterben kann, wenn Allah subhanahu wa ta'ala es nicht zulässt und es erschafft. Das heißt, auch der Tod wäre nicht möglich, wenn Allah nicht wollte. Es gibt Menschen, die wollen sterben, aber können nicht sterben, subhanallah. Die versuchen sich selbst das Leben zu nehmen, aber schaffen das nicht. Die Medikamente werden dann gerettet, ja, subhanallah, die können das nicht. Und wir haben eine sehr, sehr schöne Geschichte im Koran von Ibrahim alayhi salam mit An-Namrud in Surat al-Baqarah. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكِ. Hast du nicht denjenigen gesehen, der mit Ibrahim ein Streitgespräch geführt hat? Ja? Das, weil Allah total, er hat ihm die Herrschaft gegeben. An-Namrud war ein Tyrann gewesen. إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ. Als Ibrahim sagte, mein Herr, er gibt Leben und er lässt sterben. Was hat er zu seinem Ruf gemacht? Er hat gesagt, das kann ich genauso wie du, wie dein Herr. Er hat zwei Gefangene genommen, dem einen das Leben geschenkt, den anderen hat er hinrichten lassen. Ibrahim a.s. hat gar nicht mit ihm lange darüber diskutiert. Er hat einfach nur ein weiteres Beispiel genannt. قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. Er sagte, okay, wenn das so ist, gut, dann gehe ich gar nicht mit dir, diskutiere ich mit dir gar nicht darüber. Ja? Mein Herr, er lässt die Sonne im Osten aufgehen, sodass sie im Westen aufgehen. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرْ. Das verstummte derjenige, der ungläubig war. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Allah leitet das ungerechte Volk nicht recht. Auch Ibrahim a.s., er hat dies, dass Allah Leben gibt und sterben lässt, als eines der Merkmale der Göttlichkeit hervorgehoben. Weil es wird eine Zeit kommen, meine lieben Geschwister im Islam, wo die Menschen sterben wollen, aber nicht mehr sterben können. Es gibt keinen Tod mehr. Wann wird das sein? Am jüngsten Tag. قالوا ليقضي علينا ربك. Die Höllenbewohner werden sagen zu den Engeln, lasst euren Herrn uns vernichten. Wir wollen sterben, wir wollen kein Leben. Okay, abgemacht. Wir haben Unrecht getan, wir haben Sünden begangen, jetzt sind wir in der Hölle. Lass uns sterben. Was ist die Antwort? Qala innakum makithun. Er wird sagen, oder die Engel, je nachdem wer, ihr werdet bleiben. La ilaha illallah. Du willst sterben, aber kannst nicht sterben. Warum? Weil der Tod eine Schöpfung Gottes ist. Allah Ta'ala, er zeigt uns auf, wir kommen aus dem Nichts. Das ist auch eine Form von Nicht-Existenz. هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا. Gab es nicht eine Zeit, die über den Menschen gekommen ist, ja, wo er nichts war, was erwähnenswert war, also wo er nicht existent war? Wir kommen aus dem Nichts. Und dann erschaffte uns Allah Ta'ala im Mutterleib, gibt uns eine Seele,
Und durch die Geburt, welche ebenfalls eine Form von wiederum dein Leben ist, ja, ein Übergang von einem Zustand in den anderen Zustand, weil auch das Leben eines Embryos ist ein eigener Zustand. Verlasse ich eine Phase und gelange in die andere Phase. Und genauso auch ist es dann mit der nächsten Phase. Ich lebe jetzt einige Jahre hier auf dieser Erde und ich verlasse diese Welt und gehe über in eine neue Phase. Und dann wieder, diese neue Phase ist der Barzach. Die Zeit zwischen dem jüngsten Tag und zwischen dieser Dunya. Und wieder wird es dann eine weitere Geburt geben, indem ich nämlich aus der Erde auferstehen werde. Und dann gibt es keinen Tod mehr. Ist vorbei. Also es gibt drei Übergänge, kann man sagen. Einmal sozusagen aus dem Nichts, dann in den Mutterleib, dann vom Mutterleib in die Welt und dann von der Welt in den Barzach und dann vom Barzach, dann also sogar vier kann man sagen, und dann vom Barzach, ja, dann zur endgültigen Auferstehung und dann gibt es keinen Tod mehr. Nur noch Leben. Und das muss ich verstehen. Nichts kann geschehen. Weder Tod noch Leben, außer wenn Allah Ta'ala es erschafft. Und gleichzeitig erwähnt Allah Ta'ala den Tod zuerst. Aus welchem Grund? Um uns vor Augen zu halten, oh ihr Menschen, ihr seid auf diese Welt gekommen, um nicht ewig auf ihr zu verweilen, sondern ihr werdet alle sterben. Efa'im mitta fahumul khalidun. Wenn du stirbst, oh Muhammad, werden sie dann ewig leben? Halte dir den Tod immer wieder vor Augen, meine liebe Schwester, mein lieber Bruder. Immer wieder vor Augen. Was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Er sagt, akthiru min zikri hadhi min ladhat. Gedenkt häufig des Zerstörers der Genüsse des Todes. Immer wieder halte dir den Tod vor Augen. Nicht, damit du Angst hast vor dem Tod. Nein. Nicht, damit du gelähmt bist in deiner Angst. Oh, ich könnte jederzeit sterben. Nein. Sondern damit du aktiv wirst. Also genau das Gegenteil. Du sollst aktiv werden. Wenn ich weiß, oh, ich könnte jederzeit sterben, dann stelle ich mir die Frage, okay, was habe ich eigentlich vorausgeschickt für meine Akhira? Was habe ich eigentlich bisher erreicht? Stell dir mal vor, du wüsstest, du würdest morgen sterben. Nur mal einfach vorstellen. Das ist jetzt dein letzter Tag. Was würdest du noch schnell erledigen wollen? Und was hättest du eigentlich gerne noch erledigt gehabt in deinem Leben? Es kann passieren. Yes. Es kann wirklich passieren, dass morgen unser letzter Tag ist. Wir wissen es nicht. Was hättest du gerne gemacht, wenn ich das weiß? Was tue ich dann? Dann tue ich all die Dinge, die mir wichtig sind. Gerade wenn es um das Akhira geht, aber auch für die Dunya. Kennt ihr diese Leute, die auf YouTube irgendwelche Spendenaktionen machen für Leute, die nur noch ein Jahr zu leben haben, damit sie nochmal in den Urlaub gehen? Die versuchen dann sozusagen, weil sie halt wissen von den Ärzten, okay, sie haben nur noch ein Jahr zu leben, krebskrank oder ähnliches, und dann kriegen sie Spenden, damit sie nochmal einen schönen Urlaub machen etc. Ja, versuchen nochmal die Dinge nachzuholen, die sie unbedingt machen wollten. Und deswegen, wenn ich weiß, ich könnte sterben, jeden Moment könnte ich zu Allah zurückkehren, dann ist es nicht so, dass ich jetzt nichts tue, sondern im Gegenteil, dann versuche ich doch ständig die Dinge zu erledigen. Wenn ich weiß, morgen habe ich eine wichtige Reise und der Flieger ist morgen und dann überlege ich noch den ganzen Tag, was muss ich noch schnell erledigen? Ich muss noch das einkaufen, diesen Brief muss ich noch abschicken, hier bei der Behörde muss ich noch anrufen und da wollte ich auch noch ganz schnell den Bruder anrufen, ihm was zu sagen und hier muss ich noch Geld zurückzahlen. Guck mal, ich bewege mich. Warum? Weil ich weiß, morgen verreise ich für mehrere Wochen und bin dann nicht mehr erreichbar. Ich will Ruhe haben in meinem Urlaub. Ich will nicht während des Urlaubs noch über irgendwelche Dinge nachdenken. Wie ist es denn erst, wenn es um die wirkliche Reise geht ins Akhira? Subhanallah. Dann bewege ich mich und streng mich an, versuche viel Gutes zu tun, versuche meine Dinge zu erledigen, überlege mir, okay, wie will ich, dass die Menschen sich an mich erinnern? An einen Faulsack, der nie was getan hat? Ja? Oder an jemand, der sich bewegt hat, Gutes getan hat, der fleißig gewesen ist? Das ist ein großer Unterschied, oder? Das ist ein großer Unterschied. Jeder von uns will, dass die Menschen ihn gut in Erinnerung haben. Aber wir wissen, das ist nicht so. Wir wissen, es gibt Menschen, die haben wir schlecht in Erinnerung. Und es gibt Menschen, an die erinnern wir uns gar nicht, weil sie uninteressant sind. Sie haben nur für sich selbst gelebt. Sie haben vor sich hin vegetiert. Nichts Gutes hinterlassen. Keiner erinnert sich an sie. Und es gibt Menschen, subhanallah, an die erinnerst du dich immer. Wallah, es gibt manche Geschwister, subhanallah, die werde ich nie vergessen. Und nicht nur ich, viele andere werden sie nicht vergessen. Du betest in einer Moschee, du weißt, subhanallah, der Bruder, ja, der hat vor 10 Jahren diese Moschee gegründet. Er ist schon verstorben, aber jazahullahu khairan. Ja, er hat die Moschee gegründet. Und jedes Mal, wenn du bist, dann erinnerst du dich an diesen Bruder. Ich habe einen Bruder, einige von Ihnen kennen ihn. Ja,
Abu Khaled, Abu Shawarib, ich weiß nicht, wer kennt ihn? Kennt jemand von euch von hier? Sehr, sehr aktiver Bruder gewesen hier in Berlin, Abu Khaled Abu Shawarib. Der hat unter anderem die Fino-Straße mitgegründet, die Dar es Salaam-Moschee mitgegründet, diese Moschee hier mitgegründet. Er ist der Grund dafür, dass ich damals meine erste Hajj machen konnte mit meiner Schwiegermutter. Ich habe heute mit meiner Schwiegermutter, subhanallah, telefoniert, das ist gerade in der Türkei. Ja, dann haben wir uns darüber unterhalten, weil die Hajj auch wieder bald ist, haben wir uns ein bisschen erinnert daran, weil sie hat mit mir die erste Hajj gemacht. Und mein Vater war auch dabei, Allah yarham. Und damals hatte ich keinen Cent gehabt, ich habe gar kein Geld gehabt. Und der Bruder, subhanallah, jazawallahu khair, hatte die Möglichkeit, Leute kostenlos mitzuschicken und hat mich mit meiner Schwiegermutter und meinem Vater geschickt. Und konnten wir 2008, 2009 die Hajj machen, die erste Hajj, die ich gemacht hatte damals. Und sie sagt, jeden Morgen nach dem Fajr-Gebet mache ich Dua für diesen Bruder. Guck mal, er ist schon jetzt, weiß ich nicht, wie viele Jahre verstorben, ja? Aber jeden Morgen macht sie Dua. Ja, wir haben gestern eine Sitzung gehabt, haben uns an die Dar es Salaam-Moschee gesprochen, ja, haben uns an diesen Bruder erinnert. Guck mal, ein Unterschied. Das ist nur ein Beispiel von vielen Beispielen. Ja? Da hat jemand was hinterlassen. Und die Leute erinnern sich an ihn, noch Jahre später. Noch Jahre später. Und wenn ich weiß, ich könnte jeden Moment sterben, dann stelle ich mir die Frage, werden sich die Menschen auch an mich erinnern? Ich mache das nicht, damit ich Augendienerei betreibe. Aber ich frage mich, was habe ich an Gutem hinterlassen? Was für ein Fingerabdruck habe ich hinterlassen? Alladhi khalaqa al-maut wal-haya. Erst der Tod und dann das Leben, subhanallah. Damit du es immer vor Augen hast. Ja Allah, warum? Was ist der Grund? Warum leben wir auf dieser Erde? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Subhanallah. Wir werden heute nur diese beiden Ayat machen. Nächste Woche werden wir dann, inshallah, also doch drei Einheiten haben, wie es aussieht. Aber das ist halt zu wichtig, als dass wir das, sage ich mal, einfach so schnell vorübergehen lassen können. Ja? لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Damit er euch prüfe, wer von euch die besten Taten begeht. Wallahi, wer das verstanden hat, dem wird es immer gut gehen in dieser Dunya. Warum? Weil ich verstehe, diese Dunya ist nicht dazu da, um in ihr Spaß zu haben. Diese Dunya ist nicht dazu da, damit ich ewig lebe. Diese Dunya ist eine Prüfung. Und eine Prüfung kann unterschiedliche Formen annehmen. Ich kann geprüft werden, indem mir Allah viel gibt. Und wie bestehe ich diese Prüfung? Durch Dankbarkeit. Aber ich kann auch geprüft werden, indem Allah Ta'ala von mir nimmt. Und wie bestehe ich diese Prüfung? Durch Sabr, subhanallah. Mal ganz ehrlich, wer das verstanden hat, dem wird es doch niemals schlecht gehen können, oder? Weil der wird mit jeder Situation umgehen können. Weil wenn ihm etwas zustößt, dann weiß er, subhanallah, Allah Ta'ala hat es nicht schlecht mit mir gemeint. Das ist einfach nur eine Prüfung. Und Menschen, die viel besser sind als ich, werden noch viel härter geprüft. Ja, der beste Mensch überhaupt, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wurde noch viel härter geprüft. Dann ist das doch eher eine Auszeichnung für mich. Alhamdulillah, ich bin und hab Sabr. Und darin liegt sicherlich eine Weisheit, die ich jetzt nicht verstehe, aber darin liegt eine Weisheit. Und wenn Allah mir gibt, werde ich niemals überheblich und glaube, ah, ich bin so gut. Nein, ich weiß, das ist eine Prüfung. Allah gibt mir, oh Gott, ich muss aufpassen. Ja? Ich bin dankbar, Alhamdulillah, aber ich muss aufpassen. Versuche viel zu spenden, viel Gutes zu machen, ja? Weil ich nicht weiß, ja? Was Allah Ta'ala mit mir vorhat. Und deswegen versuche ich, mein Vermögen zu reinigen, ja? Und noch mehr Dankbarkeit zu zeigen, indem ich noch mehr gebe. Und immer dann, wenn ich mehr bekomme, gebe ich noch mehr. Weil ich Angst habe, Allah könnte das von mir nehmen. Und es könnte eine Prüfung sein, mit der Allah mich dann in Versuchung bringen möchte. Subhanallah. Wer das verstanden hat, der wird jede Lebenssituation in seinem Leben meistern. Wallahi, jede. Der wird jede Frage in seinem Leben beantworten können. Warum hat Allah Ta'ala mir diese Krankheit gegeben? Warum ist mein Kind gestorben? Warum gibt es Hunger auf dieser Welt? Warum und warum und warum? Alles ist zu beantworten mit dieser Ayah. Liyabluwakum, um euch zu prüfen. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Wir werden euch prüfen mit den Guten und den Schlechten. Als Fitna, als Versuchung. Das ist die Formel zum Verständnis dieser Dunya. Wer das verinnerlicht hat, wirklich verinnerlicht hat, ist nicht nur einfach, dass ich es mit meinem Verstand verstehe. Ich muss das wirklich im Herzen haben. Der wird das glücklichste Leben überhaupt führen. Das glücklichste Leben. Und das Schöne ist, er wird auch noch im Akhir glücklich sein. Weil da ist die wahre Glückseligkeit, subhanallah.
Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Sehr interessant. Um zu prüfen, wer von euch die besten Taten vollzieht. Also Allah sagt nicht die meisten Taten, sondern er sagt was? Die besten Taten. Allah will nicht, dass ich so viele tue, er will, dass ich qualitativ Gutes tue. Es geht nicht darum, sehr viel zu machen, sondern es geht darum, etwas zu tun, aber es gut zu machen. Und deswegen hat unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam was gesagt? Dass wir die Dinge mit Perfektion machen sollen. Mit was? Mit Perfektion. Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. Allah, er hat den Ihsan, die Perfektion, das Gute, das ich versuche in bester Weise zu tun, für alle Dinge vorgesehen. Für alle Dinge vorgesehen. Ohne Ausnahme. Was ist die höchste Stufe, die ich bei Allah erreichen kann? Es ist die Stufe des Ihsan. أن تعبد الله كأنك تراه. Dass du Allah dienst, als könntest du ihn sehen. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Und wenn du ihn nicht sehen kannst, so sieht er dich. Du weißt, er sieht dich. Stell dir mal vor, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, du gehst mit dieser Einstellung durchs Leben. Egal wo du bist, du hast immer das Gefühl, Allah sieht dich. Egal was du machst, sei dir sicher, du wirst versuchen, daraus das Beste zu machen. Selbst in den banalsten Situationen wirst du dich fragen, wie möchte das Allah, wie möchte Allah mich sehen in dieser Situation? Wie kann ich ein Vorbild sein, dass Allah mit mir zufrieden ist? Ich bin auf Toilette, ganz banale Situation, und ich habe Ihsan und sage, okay, ich möchte, dass, wenn ich diese Toilette verlasse, sie sauberer ist als vorher. Ganz banale Situation, damit mein Bruder, wenn er dann danach auf die Toilette geht, ja, eine saubere Toilette vorfindet. Subhanallah, so ganz Ihsan, so eine banale Sache. Aber ich habe das die ganze Zeit mit mir. Ich weiß, es ist fast unmöglich, das immer die ganze Zeit zu tun. Wir sind Menschen, wir machen Fehler, wir haben unsere Schwächen. Aber wenn du versuchst, die meiste Zeit über das zu erreichen, diese Stufe des Ihsan, dann wirst du merken, subhanallah, wie du dich in deinem Leben entwickeln wirst. Weil du immer nach dem Besten strebst. Ahsanu amala, du willst die besten Taten vollziehen. Was sind jetzt die besten Taten? Es gibt eine sehr, sehr schöne Erklärung hierfür. Und zwar von dem Gelehrten und Asketen Al-Fudayl ibn Iyad, der über diese Ayah befragt wurde. Was ist gemeint mit Ahsan wa Amala? Und dann meinte er, Akhlasuhu wa Aswabuhu. Die Tat, in der ich am aufrichtigsten bin, und die Tat, die am korrektesten und am richtigsten ist. Und dann hat er erklärt, was damit gemeint ist. Und er sagte, weil wenn eine Tat nicht mit Aufrichtigkeit vollzogen wird, dann wird sie nicht angenommen. Also wenn ich kein Ikhlas habe gegenüber Allah. Und wenn eine Tat nicht so vollzogen wird, wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns vorgelebt hat, dann wird sie ebenfalls abgelehnt. Akhlasuhu wa aswabu. Ich sollte also immer in dem, was ich tue, nach was streben? Danach streben, dass ich es für Allah tue. Und danach streben, dass diese Tat korrekt ist, richtig ist, der Rechtleitung des Propheten sallallahu alaihi wa sallam entspricht. Das sollte meine Einstellung sein als Muslim. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Und dann schließt Allah Ta'ala diese gewaltige Ayah ab und sagt, wa huwa al-azizul ghafur. Und er ist der Allmächtige und Allvergebende. Ya salam. Ya salam. Ich meine, die Namen, die Allah hier erwähnt, die erwähnt er nicht einfach so, sondern die haben ihre Bedeutung. Und Allah Ta'ala, er fängt an mit Al-Aziz, der Erhabene, der Allmächtige. Und er erwähnt eine Eigenschaft, um uns nochmal vor Augen zu halten. Wir werden eines Tages zu Allah zurückkehren und er wird uns für unsere Taten zur Rechenschaft ziehen. Also achte ich auf meine Taten und versuche, die Grenzen Allahs einzuhalten, weil Allah allmächtig ist und erhaben ist und mich zur Rechenschaft ziehen kann für das, was ich tue. Und dann kommt die andere Eigenschaft, Al-Ghafur, der Vergebende. Gleichzeitig weiß ich aber, dass wenn ich einen Fehler mache, Allah auch barmherzig ist und mir vergibt. Gerade dann, wenn ich mich als Mensch anstrenge. Und deswegen, was sagt Allah Ta'ala? Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. Er sagt nicht min al-mufsidin,
min al-tanihin, min al-muznibin. Er sagt min al-muhsinin. Die Barmherzigkeit Allahs ist nahe an oder von den Muhsinin, die Gutes tun. Streng dich an, du wirst trotzdem Fehler haben. Sei dir sicher, keiner von uns ist perfekt. Jeder hat seine Schwächen, jeder hat seine geheimen Sünden. Aber streng dich an, zeig Allah, ja Allah, ich versuche es. Ich gebe mir Mühe, streng mich an. Dann sei dir sicher, wirst du die Barmherzigkeit Allahs erlangen. Aber sei nicht so wie diejenigen, die wir leider viel zu häufig sehen, die Tag und Nacht sündigen, sich nicht anstrengen und sich immer wieder selbst steigern in ihren Sünden. Und dann aber, wenn du ihnen sagst, willst du nicht Taube machen? Ach, Allah ist Ghafur Rahim. Nein. Die Barmherzigkeit Allahs ist nicht nahe von solchen Menschen. Und sie ist nahe von Menschen, die sich anstrengen und dann Fehler haben. Und versuchen aber, an ihren Fehlern zu arbeiten. Das sind die ersten beiden Ayat, die als eine Einleitung für diese Sure gelten. Ich verspreche euch, nächste Woche, inshallah, da werden wir schneller vorankommen, werden wir wahrscheinlich die erste Seite komplett abschließen. Die Sure besteht ungefähr aus 2 Seiten. Und da kommen noch wirklich sehr, sehr spannende Sachen. Wir werden auch ein bisschen über Atheismus sprechen und über Gottesbeweise, weil das finden wir auch genau in dieser Sure, subhanallah. An dieser Stelle möchte ich euch einen Vortrag empfehlen, den ich gestern zufällig gesehen habe. Es ist von unserem Bruder Marcel Kratz. Der hat einen Vortrag gehalten über, wie heißt nochmal der Vortrag? Schöpfung oder Zufall, irgendwie sowas. Schöpfung oder Zufall, irgendwie so etwas. Das ist ein sehr guter Vortrag. Braucht man immer wieder, um seinen Iman zu stärken. Er hatte schon mal einen ähnlichen Vortrag gehabt. Ich hatte ihn sogar damals gesagt, bitte mach mal nochmal so eine Reihe. Inshallah, vielleicht hat er auch einen Grund dafür, dass er das gemacht hat. Ja? Und es ist wirklich super vorgetragen, sehr, sehr überzeugend. Ich kann euch nur raten, diesen Vortrag euch selbst anzuschauen und zu verbreiten. Gerade auch unter Muslimen, aber auch nicht Muslimen. Ja, damit sie das hören. Weil alles, was um uns herum ist, zeigt uns, dass Allah existiert. Alles deutet darauf hin. Nur wir werden leider Gottes dumm gehalten von den Menschen. Dumm gehalten von den Medien. Ja, es wird behauptet, die Wissenschaft. Ja, obwohl es die Wissenschaft nur was machen kann. Sie kann nur Phänomene beschreiben, erklären. Ja, aber sie ist kein Ersatz für Gott. Die Natur, als hätte die Natur 2 Augen, 2 Hände, mit der sie etwas hätte erschaffen können. Ja, deswegen schaut euch diesen Vortrag an, inshallah. Hast du zufällig was gefunden? Gib mal einen auf der Union. Kann man mal gucken, wie das mir das den Geschwistern sagt? Das ist ein ganz neuer Vortrag, vor 3 Wochen. Zufall kontra Schöpfung. Zufall kontra Schöpfung. Ja? Marcel Kratz, ein sehr guter Vortrag. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen, ja, euch so etwas auch anzuschauen, weil das stärkt den Iman, inshallah ta'ala, und ist auch eine sehr, sehr gute Wasile, ein sehr gutes Mittel zu Dawah für Leute, die Zweifel haben, etc. Ja? Das nur mal sozusagen im Sinne von Ad-Dalu ala khayrika fa'ilihi. Ja, wer auf etwas Gutes hindeutet, ist so wie derjenige, der es selbst gemacht hat. Ja, dass ihr auch davon inshallah ta'ala profitieren könnt.